So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn darauf habe ich gewartet, denn das Wichtigste ist, hier in diesem Paket ist Füllmaterial drin, was ich brauche, weil wir eine Verlosung hatten. Shenaya und Kesto haben 2 Flaschen Bier gewonnen, aber nicht irgendein Bier, sondern das Handwerker Bier, ja, was schon seit 2019 abgelaufen ist. Aber das ist was ganz Besonderes aus einem Video, das kriegst du nirgendwo, glaube ich. Eigentlich müsste es mittlerweile das überall geben. Weiß ich nicht, wie sich das hier halten hat. Auf jeden Fall hatte ich kein Füllmaterial mehr. Shenaya hat gesagt, sie schickt mir ein Paket. Das ist jetzt das Paket. Da ist jetzt das Füllmaterial drin. Und da ist vielleicht auch Kölsch drin. Das wissen wir nicht genau. Wir gucken uns das jetzt an, was da drin ist, was uns da erwartet. Und keine Sorge, die Frisur mache ich immer extra so jetzt bei den Unboxings, weil ich weiß ja, dass das Muttertier immer alles guckt und dass das Muttertier sich immer aufregt. Mensch, mach doch mal die Haare ordentlich. Wie siehst du denn aus, Junge? Und sie ist jetzt nicht hier, da kann sie nichts dagegen tun. Da kann ich die Haare einfach... Ne? Und deswegen machen wir jetzt mal hier das Paket auf. Adi! Adi, Schatz! Krieg's nicht hin! So, ich glaube am besten ist wirklich... Wie die ganz großen YouTuber, die nehmen es hier mal ein richtig dickes, fettes Schlachterbeil und machen das dann auf, ja. Ich versuche hier mit der Schere irgendwas, aber die Schere ist viel zu dick. Anstatt einfach das Klebeband durchzumachen, schneidet es den halben Karton auseinander, was natürlich dann richtig doof ist, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich hier auch wieder den in den Karton reingeschnitten. Ah, das sieht komisch aus. Ah, die Schatz, was ist denn jetzt mit den Füßen? Ich hoffe, ich hab den nicht, die. Alles gut, der Adi lebt noch ein bisschen. Jetzt Adi, Vorsicht hinten. Du weißt, wenn die Schere kommt, dann wird's brenzlig. Ah, Junge, ich verstehe das auch nicht, wie dieses Paket, ach, hier vorne zugemacht wird. Ja, dann probieren wir es halt mal da. Adi, du lebst gefährlich. Ich check das nicht, Mann. So ein Paket. Da kann man den Karton gleich nehmen und weiter nutzen für andere Dinge. Mein Gott, da komme ich ja gar nicht rein. Das ist schon wieder das reine Spielparadies für einen Adi, ja. Wenn er hier diese ganzen Nudeln hat, da freut er sich nämlich immer. Die kann man an die Nase kleben. An die Nase kleben. Kommt mal, ein Bernardiner, ein Bernardiner. Nein, das ist nicht gut, wenn er das frisst, das ist nicht, das ist scheiße. So, jetzt haben wir hier, guckt euch das an. Ein Paket mit Füllmaterial. Richtig stark, oder? Das finde ich total toll. Das ist doch bestimmt sauteuer und ich habe keine Ahnung, wo ich das überhaupt herkriege, aber danke auf jeden Fall dafür, für das Füllmaterial. Wasser oder Bier? Bin ich dreckig oder habe ich Durst? Ne? Das ist ein Kork-Untersetzer im Format 9,5 x 9,5. Könnt ihr also unter euer Bierglas drunter stellen oder unter euren Humpen, wenn ihr Biertrinker seid. Seid ihr Biertrinker, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier Biersocken Größe 42 bis 46 Premium Quality. Das ist, ich habe jetzt erst gedacht, okay. Stehe ich, Nigga. Vor allem zittert das Bein schon wieder rum. Ich glaube, ich muss das jetzt mal andersrum drehen. Ich dachte jetzt erst, es ist einfach eine Spardose, weil da ist nämlich oben ein Schlitz drin. Zuerst dachte ich, da ist eine Dose ausgelaufen und deswegen ist jetzt alles so leicht. Nein, aber das ist ein Warnung, das ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Bewahren Sie die Verpackung als Spardose auf. Was ist da jetzt so schlimm? Wenn das Strümpfe sind oder da Strümpfe, also ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall Größe 42 bis 46 ist sehr gut. Die 46 ziehe ich nämlich immer an. Ein Paar, Größe 42, 46. If you can read this, bring me a beer. So. So sehen die wahrscheinlich aus. Also auf dem einen Fuß, wenn du das lesen kannst, dann kannst du mir ein Bier holen. Wenn du von oben guckst und das liest,
Heißt das, es steht einer hinter dir, hinter deiner Schulter und guckt über dich drüber, einer, der vor dir steht. Ah, der muss ganz genau hingucken, der hat's ja auf dem Kopf stehen. Der denkt ja, hey, was steht da? Dann geht er hin und dann guckt er so ganz genau an den Füß. Und dann plötzlich ist es halt, ne? Wenn du das jetzt lesen kannst, dann kannst du mir auch ein Bier holen. So sehen die wohl dann aus, in einer orangen Farbe. Passend dazu, dass ich ja meine Holzschuhe habe, habe ich jetzt auch noch... Hey, die Farbe ist richtig genial. If you can read this, bring me a beer. Das sieht irgendwie schon so auch ein bisschen weihnachtlich aus, so gemütlich. Guck mal, hier diese ganzen weißen Punkte, die da drauf sind. Dieser weiße Rahmen da. Das sieht eigentlich aus wie ein Bierglas, wie was Geschäumtes, aber ich finde das genial. Ich habe sonst immer nur Strümpfe, die sind grau und trist und sehen so leblos auf. Jetzt haben wir wenigstens mal Bierstrümpfe in Bierfarben mit Bierdeckel. Könnte ich hier so draufstellen. Adi, was ist denn? Was ist denn? Ja, was ist denn? Aber wir sind ja noch nicht fertig, denn ich spüre schon ein Gaffelkölsch. Guckt euch das an, das gute Gaffelkölsch. Endlich wieder Biers für Montag, für Chill mit Ramses, wenn wir mal abends zusammensitzen und chillen. Und da brauche ich ja immer zwei Biers. Hier haben wir noch ein Reisdorfkölsch. Das sind die besonderen Sorten. Alles Adi, was machst du? Der Karton reißt ab. Dann haben wir hier, das fand ich am besten von der Dose, habe ich gedacht. Das sieht richtig stark aus. Das sieht aus wie so ein Campino Frühkölsch. Die sind auch richtig kühl. Ich glaube, die haben jetzt die beste Temperatur zum Trinken, weil es halt überall immer so kalt ist. Ein zweites Frühkölsch, ja. Das heißt, wir können eine Frühkölsch-Sendung machen, weil es sind ja zwei. Wahrscheinlich können wir auch eine Gaffelkölsch-Sendung machen und eine Reisdorfkölsch-Sendung. Das heißt, die nächsten drei Wochen Ramses, Chill mit Ramses, sind auch gesichert. Adi, passt bloß auf die Füße auf. Ich sehe schon, dass die Dose da gleich runterrutscht. Eine Gaffelkölsch-Sendung, eine Reisdorfkölsch-Sendung und eine Frühkölsch-Sendung. Ja, Adi weiß gar nicht mehr, wo er hin soll. Ich denke, das dürfte es eigentlich gewesen sein, aber nicht, dass ich irgendwas übersehe. Wir wühlen uns einfach mal hier durch. Das ist aber sehr cool. Ich habe mir nicht gedacht, ich werde einfach die WrestleCrate UK Box nehmen und werde da die Sachen für Shania und Kesto reinpacken. Da haben die einen richtig coolen, starken Karton. Und die sind ja nicht so groß. Und dann kann ich theoretisch mit diesem Füllmaterial die anderen zwei Sachen komplett ausfüllen. Also das ist richtig stark. Der könnte das neue Spielzeug Bälleparadies für Ali sein, aber ich habe die restlichen Füllungen aus den letzten zwei Kartons in einen Karton gepackt. Da legt er sich immer drauf. Das ist dann wie eine Hängematte für ihn, wo er so durchhängt. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Der Ali freut sich jedes Mal. Ich freue mich auch. Bier ist am Start. Strümpfe sind am Start, eine Spardose ist am Start, ne? Best jetzt immer neben Stream stellen und immer wenn jemand schreibt, invite me oder what is the code, ne? Oder wait or donate, ne? Das sagen ja nicht die, das sag ich. Muss ich hier? Ne, muss ich nicht. Wo soll ich es denn auch hernehmen? Ich habe nicht neben mir lauter 2-Euro-Stücke liegen. Das wäre aber lustig. Und am Ende des Streams wird der Inhalt dann immer verlost. Immer wenn ein Ami irgendwas reinschreibt, werfe ich einfach 2 Euro rein. Und dann am Ende, wer da noch da ist, wird über den Nightbot einfach der Inhalt verlost. Am Ende von Raids für Zuschauer. Das ist doch, wenn ich Mr. Beast wäre, würde ich es wahrscheinlich so machen. Dann fangen die Leute aber an, plötzlich alle Amis zu sein. Also, lieber nicht. Adi, gell? Adi-Schatz. Der Adi ist jetzt traurig, weil ich sein Katzenklo verstopft habe. Das befindet sich nämlich da drunter. Der Adi befindet sich hier. Guckt, wie toll er das findet, dass man immer sein Köpfchen festhält und ihn da rumzwirbelt. Achso, das sind übrigens jetzt hier die Holzschuhe. Ja, ihr seht, die habe ich immer an. Ich trage sonst nie Hausschuhe. Seitdem ich die habe, habe ich die immer an. Danke also dafür, danke für die Socken, danke für Bier, danke für alles und danke, dass ihr immer so fleißig einem Überraschungspakete schickt. Ich finde es total toll, das immer auszupacken. Everyday Christmas Day, ja, sozusagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.